So, Konnichiwa. Wir machen weiter auf der Leiter. Wir sind jetzt gerade dabei, Kiefernholz zu suchen. Wir werden einfach mal zum Spawn gehen und gucken, ob wir da irgendwo eine Stelle finden, wo wir Kiefernholz haben. Kiefernholz finden. Ich muss auch noch mal ganz kurz gucken, wie Kiefernholz überhaupt aussieht. Also jetzt innerhalb von meinem Test. Mache er hinne. Das ist ja unerträglich. Ich brauche mal Hustenbonks. Meine Stimme wird langsam rauchermäßig. Au. Okay. So, Kiefernholz. Kiefernholz. Das hat nicht so geil funktioniert. Okay. Digga, was macht denn so Krach? Ach so, das Ding hier. Schnauze. So, Kiefernholz. Bei Fragen oder Problemen helfen Sören, Gregor und Debian 42, oder? Wieso 42? Wieso heißt denn der nicht Debian 44? Oder ist es nicht der, den ich von meinen Servern kenne? Kann das sein? Ne, weil auf meinen Servern, da geistert ja immer so ein Debian 44 rum. Jetzt ist es ja relativ naheliegend, dass er das ist. Wobei sich mir dann die Frage stellt, warum er hier 42 und nicht 44 heißt. Ronny, do you know this leak is artificial? Es? No. Artificial Intelligence. Dadadam. Also ich muss schon sagen, ne, die Welt, die baut schon relativ schnell auf. Man muss auch sagen, man erkennt halt locker, da habe ich ja schon erwähnt gehabt, dass dieser Raspberry Pi 4 ist halt einfach mittlerweile so komplett overpowered. Das ist halt einfach krank, was aus dem Raspberry Pi geworden ist. Ich weiß noch damals, ne? Damals der erste Raspberry Pi mit seinen schnieken 700 Megahertz auf einem Kern. Das waren noch Zeiten. Ich hatte ja bis vor kurzem, also als ich noch aktiv Let's Plays gemacht hatte, hatte ich ja auch für meinen Test 0.4.17.1, also bevor es mit dem bis bevor es mit meinem Test 5 losging, so hatte ich ja auch einen meinen Test Server auf einem Raspberry Pi 1 laufen. Und ich meine, mit Raspberry meinen Test 0.4.17 ging es halt auch noch, solange man keine Mods drauf installiert hatte. Ne? Also jetzt wirklich ausschließlich mein Test. Vielleicht noch so ein paar Mods, die keine ABMs oder sowas haben. Also hier Active Block Modifier. Dann ging es halt immer noch. Wobei man auch da gemerkt hat, dass relativ schnell der Arbeitsspeicher ausging. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch eine langsame SD-Karte hatte. Da war halt relativ schnell Feierabend. Und mein Test 5 zum Beispiel ging einfach fast gar nicht. Dafür war der dann einfach zu schwach. Aber der Raspberry Pi 4, der hat halt A, 4x1,2 GHz, also eine voll ausgewachsene CPU. Der hat halt 8 GB Arbeitsspeicher, also bis zu 8 GB, je nachdem welches Modell man kauft. Das heißt, dem geht auch der Arbeitsspeicher nicht aus. Und vor allen Dingen unterstützt er jetzt halt auch komplett USB-Boot. Das heißt, du kannst da einfach eine SSD ranklatschen und da hat das Ding halt sogar eine SSD. Also, wo wird das nicht für Bäume? Also ich meine, kranker geht's doch gar nicht. Und das für einen Raspberry Pi, der 60 Euro kostet, also in der 8 GB Variante kostet der halt 60 Euro. Das ist halt schon krank. Das ist nicht mehr der Raspberry Pi, wie ich ihn damals kennengelernt habe. Bin ich nicht zufrieden mit. Spaß.
Eigentlich suchen wir hier Kieferholz, ne? Warum sind wir hier in einem Schneebiom? Warum ist dieses Schneebiom so scheiße riesig? Also, was sind denn hier für Pflanzen? Sag mal. Interessiert mich nicht. Was ist hier los? Oh, hier hat jemand gebaut. Ah, nee. Ach so, das ist so eine Dixerbums da. Sind das hier alles Iglus? Tatsächlich. Oh, leck mich am Arsch. Oh, Permafrost. Sehr nice. So. Sag mal, gibt es hier vielleicht mal Kiefernholz? Ich brauche Kiefernholz. Ihr Bitches. Was bist du denn? Wie siehst du denn aus? Ja, könnte man von der Textur auch nehmen. Das hier, ne? Ich finde es aber ein bisschen zu hell. Ja, weil das ist ja schon relativ dunkel. Und das hier auch. Und das wird halt einfach zu hell. Ich glaube, das wird nicht gut aussehen. Ne, wir bleiben bei Kiefernholz. Kiefernholz, ich komme. Wir können doch hier mal ein bisschen Ton abbauen. Ah, ne, brauchen wir nicht. So, was sind das da für Bäume? Hey. Wir suchen jetzt einfach Kiefernholz, Schluss aus Pasta. Das Biom da sieht übrigens aus wie so eine Mondlandschaft. Marslandschaft. Also richtig Sandstein hier. Schon nicht schlecht. Siehst du? Sören. Und Rowland. Läuft der Raspberry Pi eigentlich über SD-Karte oder SSD? Was haben wir? Was ist das für eine Scheiße? Nach Hause telefonieren. Schiff. Von wem ist denn das Ding? F-Fehlfelder. Moorensmine, Lava, blaues Biom. Ja, whatever. Wir brauchen ein Kiefernholzbiom. Mann. Weil ich meine, mittlerweile kann man hier so eine Aufbaugeschwindigkeit und so eine Ladegeschwindigkeit halt auch locker mit SSDs hinbekommen. Gerade wenn man jetzt irgendwelche Marken-SSDs benutzt von SanDisk oder ähnliches. Die Dinger sind halt mittlerweile auch schon extrem laststabil und schnell. Also man könnte ein Raspberry Pi 4 tatsächlich auch mit SSD, mit SD betreiben. Und das Ding rockt trotzdem. Aber es kann halt auch trotzdem sein, dass die Dinger, dass sie da eine SSD reingeklatscht haben. Weil wie gesagt, technisch möglich ist es halt mittlerweile. Und gerade bei MyTest-Server, wo ja doch relativ häufig geschrieben wird, ist halt eine SD-Karte nicht so langlebig. Da macht halt eine SSD tatsächlich mehr Sinn. Gut, man könnte jetzt auch eine klassische HDD ranhängen. Aber eine HDD braucht halt einfach sau viel Strom. Außerdem, ganz ehrlich, wer nutzt heutzutage noch HDDs? Also ich meine, ich persönlich privat ganz viel, klar. Aber jetzt irgendwelche neuen Projekte.
macht einfach HDD keinen Sinn mehr. Einfach weil SSDs mittlerweile vom Preis her so niedrig sind. Und zweitens halt, weil die auch wesentlich weniger Strom brauchen. Wobei ich ja bei SSDs auch mich immer ein bisschen beschweren muss. Oder, nein, nicht beschweren. Aber immer wieder betonen muss, wie blindäugig teilweise Leute sind. Ich habe in meinem Server, also in meinem Rechner, meine ich doch, habe ich ja zwei 8 TB Festplatten und ich habe ja vor, mir 16 TB Festplatten zu holen. Und da hatte ich letztens die Diskussion gehabt in einem Forum. Ich weiß nicht, ob das mein Testforum war, glaube nicht. Es war ein anderes Forum. Ich weiß aber gerade nicht, welches Forum. Da hatte jemand gefragt, warum ich denn überhaupt noch HDDs benutze und nicht auf SSDs umsteige. Ja, also zum einen habe ich natürlich ne, als Systempartition oder als Systemplatte habe ich eine SSD drinnen, upsala, dann komme ich hier runter. Habe ich eine SSD drinne, aber als Storage, also ne, für die ganzen Daten, habe ich halt klassisch HDDs. Und da wollte er mir den de Blaue vom Himmel erzählen. Beziehungsweise, nee, es war gar nicht in einem Forum, wo ich gefragt hatte, sondern das hatte ich schon so bei einem anderen Forum gelesen gehabt. Da hat jemand gesagt, dass HDDs benutzen heutzutage kompletter Humbug ist, weil ja Festplatten angeblich so ultra langsam sind, ne? Ich meine, Festplatten haben ja nur noch eine Geschwindigkeit von 200 Megabyte pro Sekunde, also meine jetzt zum Beispiel, ne, die haben ja 200 Megabyte pro Sekunde. Und SSDs, die haben ja 3 Gigabyte pro Sekunde und holy shit und alles und ja, stimmt auch. Aber er hatte dann zum Beispiel argumentiert, dass wenn man zum Beispiel von der Festplatte ein Backup zieht, also jetzt so eine, ne, so eine 16 TB Festplatte, so, also eine HDD, wenn man dann ein Backup zieht oder ein Backup wieder einspielt mit 200 Megabyte pro Sekunde, dann dauert das ja ewig und bei einer SSD mit 3 GB pro Sekunde geht es halt viel schneller und alles und nein, geht's nicht. In der Theorie ja, wenn die SSD ihre 3 GB pro Sekunde durchhalten würde. In der Praxis ist es allerdings so, das macht keine einzige. Weil wenn du eine SSD wirklich beschreibst, ne, wenn du jetzt ein Backup wieder einspielst, das heißt, die SSD von vorne bis hinten beschreibst. Das heißt, bei einer 16 TB SSD 16 TB schreibst, dann wird die alleine bei den ersten paar Gigabyte so warm, dass sie nach den ersten paar 100 GB runterdrosselt. Wenn überhaupt. Beispiel. Bei mir auf Arbeit, da habe ich halt mein Arbeitsrechner und der hat halt auch eine SSD. Weil wegen ist modern und so. Wir haben beide immer noch kein Kiefernholz gefunden, kann das sein? Oder bin ich einfach nur dran vorbeigelaufen? Keine Ahnung. Und da habe ich halt auch eine SSD drin und mache da immer ab und zu Backups, logisch. Und ich hatte einmal, oder ja, ich kam einmal in die brenzliche Lage, dass ich das Backup auch wieder einspielen musste. Das heißt, von meiner externen Festplatte, eine HDD, wieder auf die interne SSD. Und siehe da, die Festplatte war bei weitem schneller als die SSD, weil die Festplatte war extern über USB 3.0 angeschlossen. Es war so eine Western Passport Festplatte irgendwie. Die hat 100 Megabyte pro Sekunde. Also nicht viel, weniger als meine Festplatten hier zu Hause. Alter, alles möglich. Wir haben Pilze, wir haben Dschungel. Wir waren schon dreimal beim Dschungel, aber Kiefernholz? Nichts, gar nichts. Als ich das Backup zurückgespielt hatte auf die interne SSD, da war es halt so, die SSD hat am Anfang eine Schreibgeschwindigkeit von, keine Ahnung, auf jeden Fall weit über 2 GB pro Sekunde, aber alleine nach ungefähr 5 Gigabyte, Quatsch, nach ungefähr 50 Gigabyte, nicht 5, sondern 50 Gigabyte,
hat sie dann angefangen zusammenzubrechen. Da ging sie dann runter von ungefähr 2 Gigabyte pro Sekunde, was sie ja nicht erreicht hat, weil meine Festplatte extern ja nur 100 Megabyte geliefert hat. Also von gerade mal 100 Megabyte pro Sekunde ist sie zusammengebrochen auf 70 Megabyte pro Sekunde schreibend. Nach nur 50 Gigabyte insgesamt. So, das heißt, sie hatte dann nur noch 70 Megabyte pro Sekunde, war also sogar langsamer als meine externe HDD. Aber das war ja noch nicht das Ende vom Lied, weil nach weiteren ungefähr 20 Gigabyte, keine Ahnung mehr, wie viele es denn genau waren, auf jeden Fall so ungefähr bei 70 Gigabyte Übertragung, ist sie dann noch weiter zusammengebrochen auf 35 Megabyte pro Sekunde. Ja, das hat dann relativ lange gedauert, bis ich dann so bei ungefähr, ich weiß nicht, 100 noch was Gigabyte war. Also die SSD war 128 Gigabyte, ist so eine interne SSD gewesen mit 128 Gigabyte. Und als sie dann bei 100 Gigabyte war, ist sie dann aufgrund ihrer thermischen Komplexe, weil sie halt, ne, zu warm geworden ist dabei, auf 17 Megabyte pro Sekunde zusammengebrochen. 17 fucking Megabyte. Für eine SSD. Einfach weil SSDs Hitzeprobleme haben. Und da kann mir doch kein Mensch erzählen, wenn eine SSD bereits nach 100 Gigabyte auf 17 Megabyte pro Sekunde zusammenbricht und man damit eine Festplatte betreiben möchte, die 16 Terabyte hat, dass dann eine SSD für Backups sinnvoller ist. Wenn ich eine 16 Terabyte Festplatte hätte und das als SSD auslegen würde, und dann das Backup irgendwann mal zurückspielen wollen würde, dann würde es ja bedeuten, dass ich quasi 16 Terabyte mit 17 Megabyte pro Sekunde übertrage. Und das kann gar nicht schneller sein als 200 Megabyte pro Sekunde. Also, ne? Das sind so diese kleinen Details. Oh, mal hier runterspringen. Mann, wir brauchen Kiefernholz. Und das sind so diese kleinen Details, wo man sich dann so fragt. Oder wo man sich denn so denkt, dass manche Leute es immer nicht zu Ende denken. Klar, eine SSD an sich ist schneller als eine HDD, aber nur so lange, wie man ab und an Daten draufschreibt. Beim sequentiellen Schreiben von sehr vielen Daten brechen SSDs halt aufgrund ihrer thermischen Entwicklung durchaus einfach mal zusammen. Das ist halt so, weil SSDs sind halt Halbleiter. Das heißt, sie entwickeln zum einen extrem viel Wärme beim Schreiben, weil es ein Flash-Speicher ist, können aber aufgrund dessen, dass es halt Halbleiter-Elektroniken sind, nicht so viel Wärme vertragen. Das heißt, sie müssen halt relativ schnell runterdrosseln. Und das merkst du dann halt auch. So. Können jetzt endlich mal Kiefern kommen. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Aua. Ja, aber wieder Kirschbäume. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall ist das einer der Gründe, weswegen ich persönlich bei Datenspeicher definitiv bei HDDs bleibe. Zum einen steigen SSDs halt gut mittlerweile nicht mehr, aber SSDs steigen halt gerne mal aus ohne Vorwarnung. Das heißt, sobald die ersten Probleme kommen, ist die SSD meistens auch schon im Arsch. Bei Festplatten hast du meistens, wenn die ersten Anzeichen kommen, ne, mit die ersten paar defekten Sektoren oder sowas, hast du dann meistens noch mehr als genug Zeit, dein Backup oder sowas anzulegen? Ist dann meistens kein Problem. Bei SSDs hast du das Glück meistens dann nicht mehr. Wie gesagt, hat sich in letzter Zeit auch gebessert, ja. Aber aufgrund der gerade eben angesprochenen Problematik mit der Hitzeentwicklung ist halt eine SSD nicht immer von Vorteil. Und deswegen werde ich bei meinem Massenspeicher definitiv einfach bei der Festplatte bleiben. Erstens ist eine 16 Terabyte SSD schweineteuer. Und zweitens, ne, hat es halt für mich persönlich keine so gravierenden Vorteile. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mal wieder zum Spawn hier. Ich glaube, wir sind einfach in die falsche Richtung gelaufen. Jetzt musst du irgendwo ein Kiefernholz geben. Es kann doch nicht sein, dass wir hier. Das gibt's doch gar nicht.
ist jetzt vorne auch noch dunkel. Ach, Mann. Gut, ich glaube mal, das mit dem Kiefernholz lassen wir dann scheinbar doch sein. Home. Hallo? Ah. Hä? Ah. Ins Bett. Nice. So. Okay. Das heißt, wir müssen uns hier was anderes überlegen für den Fußboden. Die Frage ist halt, was? Oh, die Nacht sind fertig. Sehr geil. Naja, zur Not müssen wir halt doch dieses helle Holz hier benutzen. Also das hier. Ich bin zwar damit absolut nicht einverstanden, aber wenn es halt nicht anders geht, was soll's. So, das heißt, wir suchen mal das andere Holz. Also ich muss schon sagen, bei diesem Etherwheel, ne, da überwiegt dieses Sakura und dieses Bambus-Biom überwiegt echt heftig. Egal in welche Richtung du gehst, du triffst früher oder später immer auf diese Biome relativ zeitig. Das fällt schon irgendwie auf. Alter, kann ich mal bitte in irgendeine Richtung weiter? Danke. Oh, was denn hier? Oh, ein Dungeon. Oh, Dungeon Master. Okay, war schon jemand drinne? Sieht man auch an den Fackeln. Lass mich raus. So, doink, doink. Holy shit, das war gerade knapp. Reaktion wie ein Blitz. Oh, schon wieder Pilzbiom, Alter. Ich krieg hier gleich eine Krise. Da oben ist doch was. Guck, was das für Holz ist. Uah, nicht in die Höhle reinfallen. Wobei, wir können mal gucken, ob es hier was Interessantes gibt. Ah, nee, ist zu so dunkel. Schade. So, was ist denn das hier für Holz? Oh, da ist ein Haus. Ist aber hier alles nicht geschützt. Sehr schön. So, die Frage ist, was ist das hier für ein Holz? Sieht das gut aus? Ah, nee, sieht auch viel zu hell aus. Ach komm, fuck off, nehmen wir es einfach. Dankeschön. Dankeschön. Was? Achso. Schnauze. Eine Kuh, die deinen Namen trägt. So, wie viel Holz brauchen wir eigentlich? Wir haben 22, das sollte fast reichen. Ich meine, wir haben, also unsere Grundfläche beim Fußboden ist 6 mal 13. Das heißt, 6 mal 13 haben wir 78 für eine Etage. Die Frage, also ich würde halt mindestens zwei Etagen nach oben bauen. Ha? Dann kommen wir so ungefähr bei 156 raus, oder? Ja, genau. Das heißt, wir brauchen das Ganze denn durch 4, 39 mal Holz. Also noch 6 Mal. Mathematik. Ich bin Mathe-Man. Mach er hin oder was? Geht doch. So. Ach, komm hier. Was ist nun los? Warum? Aua. Bist du wieder verhungern?
Die, unten diese Balken, die funktionieren einfach genau gar nicht. Oh, meine Spitze, meine Axt ist kaputt. Gut, dann soll das jetzt auch das Zeichen gewesen sein für Feierabend. Dann gehen wir mal nach Hause. Bitte. Warum Caps Lock? Ich bin gestorben. Ah, brauche ich mich wenigstens nicht mehr nach Hause teleportieren. Easy. So. Hallo? Hallo? Nee, du. Okay, wir brauchen unbedingt eine Blätterkiste. Das nimmt ja hier Ausmaße an. Ist ja schlimm, ist das. So. Ich mache jetzt mal eine Pause. Man sieht sich. Bis später. Tschüss.